Ein Mädchen. Ein ganz gewöhnliches Mädchen, aufgeschlossen, neugierig und klug. Aber sie hat einen Makel. Sie muss einen gelben Stern, einen Judenstern tragen. Van Dansack, wer erfasst wird, kommt in ein Sammellager und von dort in den Osten in eines von den Arbeitslagern. Glaubst du wirklich, dass die Deutschen mitten im Krieg Juden eigens zur Zwangsarbeit nach Russland schicken? Ich glaube, es ist alles noch viel schlimmer, Edith. Hey, Juden! Raus aus dem Panzer! Was will der denn? Das sind einfach Patrioten. Holen wir raus. Ja, genau hier! Raus aus dem Panzer! Patriotische Brüllaffen gab es schon immer. Nur wissen wir heute genau, was nach dem Gebrüll kommt. Juden aus dem Panzer! Verfolgung und Mord für die anderen und für die Andersdenkenden. Wir müssen untertauchen. Und zwar sofort. Wir packen. Jetzt? Auf der Stelle. Wir gehen morgen weg. Hier, im Versteck in der Prinzengracht, wird die 13-jährige Anne ihr Tagebuch schreiben, das heute zu den bedeutsamsten und erfolgreichsten Büchern des 20. Jahrhunderts zählt. Warum Anne Frank jetzt in dieser Zeit? Also wir leben in der Zeit von Flüchtlingsströmen, also von aktuellen Flüchtlingsströmen. In der Zeit, als wir das entwickelten, kamen die Leute schon übers Meer gefahren sozusagen. Also warum in dieser Zeit Anne Frank? Und die Antwort war dann sehr schnell klar und ganz einfach, weil Anne Frank keine Geschichte aus dem Jenseits ist, sondern so heutig, wie sie nur sein kann. Die Geschichten der Menschen scheinen sich immer wieder zu wiederholen. Und in dem Fall ist es die Geschichte von Menschen, die auf der Flucht sind, die versuchen, vor Gewalt und Todesbedrohung zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen. Und das ist heute, es ist faktisch der Fall, das wiederholt sich. Und jeder kann sich nun seinen eigenen Reim darauf bilden, was es für uns heute bedeutet. Wohin? Nach oben. Da bin ich geradeaus. Schnell. Bis gleich. Ja. Die Tür schließt sich und für die Franks und die anderen folgt ein Leben in klaustrophobischer Enge auf etwa 50 Quadratmetern. Wie hast du das alles gemacht? Wir arbeiten seit Monaten an dem Versteck. Wir haben fast jeden Tag was hergeschafft. Anne, geh vom Fenster weg! Weg! Die Fenster bleiben zu. Papa, es ist so stickig hier drin. Wir müssen die Fenster öffnen. Das geht nicht. Tut mir leid. Wann können wir die Fenster denn aufmachen? Nie. Die Nachbarn dürfen nicht wissen, dass hier jemand lebt. Nie. Ist das hier ein Baumhaus oder was? Mach jetzt keine Witze, Kerl. Frau Van Dan, Herr Van Dan, Peter, willkommen im Hinterhaus. Ja, das ist unsere Rettung. Das war ganz schön knapp, was, Putti? Apropos, Ihr Trick, der hat geklappt. Das Gerücht geht um, dass Sie die Franks über Belgien in die Schweiz abgesetzt haben, zu Ihrer reichen Verwandtschaft. Naja, das ist zwar etwas beengt, aber in Sicherheit. Und jetzt, Putti, jetzt kommt das da. Endlich und feierlich weg. Schere. Und zwar ein für alle Mal. Die holländische Exilregierung hat bekannt gegeben, dass sie nach dem Krieg eine Reihe von Tagebüchern und Briefen herausgeben. Alles aus dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand interessieren wird, wie wir Juden hier gelebt, gegessen, gesprochen haben. Wie viel Angst wir haben, wenn bombardiert wird. Einmal wirst du sehr berühmt sein, Anne. Ich war sehr glücklich, dass ich jeden Abend das Set wieder verlassen konnte. Auch wenn die Stimmung am Set sehr, sehr wichtig war, so diese engen Räume mit dem ganzen Team zusammen zu sein. Also ich bin manchmal zum Beispiel einfach in der Pause in meinem Zimmer sitzen geblieben, also in Annes Zimmer sitzen geblieben,
um diese Stimmung eben ein bisschen länger zu haben. Aber es ist schon gut, wenn man wieder raus kann. Also wenn ich mir wirklich vorstelle, dass die 8 Personen einfach über zwei Jahre da waren, ist es unvorstellbar. Einbruch! Kein Laut! Mach die Lichter aus! Raus! Hände über den Kopf! Über den Kopf, sage ich! Schnell, schnell! Was folgen wird, ist eine schreckliche Gewissheit.